eben Wolle, Seide, einfach Gewebe aus Naturfasern oder aus Kunstfasern. Allerdings bei Textil, darunter fallen auch Werkstoffe, die man nicht mit Textil verbindet, wie Carbon, wie Basalt, die man auch mit Textiltechnik praktisch anwendet. Also wenn man Carbonfasern verstrickt oder verwebt oder Kunstfasern, dann fällt das auch unter die Rubrik Textil. Das ist also sowohl eine Technik und ein Verfahren als auch ein Material. Genau, und wir sehen hier ein ganz besonderes Beispiel für Textilien. Was ist das hier? Genau, das ist eben eins unser Hightech-Teil und unser Highlight der Ausstellung. Das ist ein Pavillon, der ist 12 Meter lang, 3 Meter hoch und 2,50 breit. Das Besondere an dem Pavillon ist, er ist aus Carbonfaser gefertigt, allerdings auf eine ganz besondere Art. Er wurde nicht von Menschenhand geschaffen, sondern zwei Roboter, die miteinander kommunizieren konnten, standen in 13 Meter Entfernung und waren programmiert, dass sie sich bewegen wie eine Seidenraupe. Und so haben sie praktisch an beiden Seiten angefangen, den Pavillon zu fertigen. Und der Faden war aber so lang und musste von einem Ende zum anderen transportiert werden, was die Roboterarme nicht leisten konnten. Daraufhin haben die Studenten der Universität Stuttgart, die das Ganze entwickelt haben, noch eine Drohne konzipiert, die in der Lage war, von einem Roboter den Faden praktisch zu übernehmen, zum anderen Roboter zu tragen, weiterzugeben. Und so haben die drei Geräte, die praktisch programmiert waren, das